Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity mit mir, The Gentleman. Wir haben soweit erstmal alles Wichtige an Nebenmissionen erschlagen und wollen jetzt ein ganz klein wenig schauen, dass wir mit der Hauptstoryline ein bisschen voranschreiten, damit wir ein bisschen bessere Skills uns besorgen können. Sorry. Wo ist der Verbrecher hin? Oh, der Verbrecher wurde hier gekillt. Egal. Dann schauen wir mal, was wir hier hinten lustiges an Missionen versteckt haben. So, das Ganze aufgelöst. Und dann können wir endlich mal mit der Storyline schauen, dass wir ein bisschen weiterkommen. Hier schon eine halbe Ewigkeit her, wo wir damit weitergemacht haben. Ma parole, j'aurai tout. Abschlussfeier. Nach fast einem Jahr Ausbildung ist Arno endlich bereit, ein vollwertiger Assassine zu werden. Jetzt muss er nur noch eine letzte Übung abschließen. Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position und stell keine Fragen, Pissbot. Stets zu Diensten. Missionsschwierigkeit. Die Missionsschwierigkeit wird durch Diamanten repräsentiert. Je mehr Diamanten, desto schwieriger die Mission und desto stärker die Gegner. Der Spielerlevel wird ebenfalls durch Diamanten repräsentiert. Je mehr Diamanten, desto höher ihr Level. Wenn Sie neue Fähigkeiten und bessere Ausrüstung kaufen, erhöht sich ihr Level.
betrachten wir das Vorgehen der Jungs und Mädels. Irgendwelchen Wildgänsen hinterher zu jagen. Los, kommt, meine Freunde. Ist doch, wo ist? Ach, mir egal. Augenblick, das ist seltsam. Moment, war das? Wie? Was zum? Hey, ist da jemand? Die ist schon despawned, also sabotieren wir noch die Glocke. Sir Guillaume de Roussel hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt. Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Siver. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Seht zu, dass es glatt läuft, Kretter. Wann habe ich... Autsch. Hilfe! Mörder! Diese Bastarde. Mörder! Bleibt wachen. Und?
Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Siver noch lebt? Er tötete Monsieur de la Serre. Geduld. Siver ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Okay. Theoretisch könnten wir Rauchbomben verwenden. Aber eigentlich sind das nicht viele. Wer nichts über uns berichten kann, ist, glaube ich, auch relativ ungefährlich, wenn wir ihn leben lassen. Umgekehrt. Wer wir nicht leben lassen, kann auch nicht über uns berichten oder so ähnlich. Jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halten wir sie nicht auf? Aufhalten. Ausweichen, das spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pispot. Welch äußerst tröstlicher Gedanke. Extremisten und Rot schikanieren die Bevölkerung. Sie werden von den Templern bezahlt. Die Extremisten können sie erkennen und sie überall in der Stadt angreifen. Vorsicht, Leute, Remy hat Monsieur Apinos Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Gemeinheit. Brauchst du eine Pause? Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Brauchst du eine Pause? Seid so lieb zueinander. Vorsichtig, Pispot! Du verletzt noch wen! Das gehört dir nicht! Haltet ihn fest! So was will ich dir nicht! Das hat er mir gestohlen! Ich will es. Wachen Blau greifen Extremisten in Rot immer als erst an. Vermeiden sie, selbst anzugreifen, um Konflikten vorzubeugen. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst.
Brauchst du eine Pause? Ich glaube das nicht. Da treffen wir Sivere nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen. Zu viele Unwägbarkeiten. Und wenn wir ihn wieder verlieren? Er wird morgen in Notre Dame sein, wenn er sich an den Plan hält, den wir fanden. Das hättest du eher sagen können. Wie geht's dir, Freund? Sie können Ihre Geräte, Munition, Medizin in Geschäften auffüllen. Geschäfte findet man oft in der Nähe von Schnellreisestationen und Gesellschaftsclubs. Spüren Sie weitere auf, indem Sie Aussichtspunkte synchronisieren, um mehr von der Karte aufzudecken. Was passiert als nächstes? Mein Freund, hallo. Wir bringen dieses Buch mit den Templar-Daten zu Mirabeau, der wie gewohnt nichts damit anfangen wird. Du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen. Er ist Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst. Die Templer sind schwach wie nie, seit Jacques de Molay verbrannt wurde. Und wir verfolgen zweitklassige Schmuggler. Und all das, weil Mirabeau sein Vermächtnis schützen will. Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de Lassay. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivere nicht entkommen lassen. Sivere war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de Lassers Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann. Assassine. Begib dich zur Notre Dame de Paris und finde dort den Templeragenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen im Einklang mit unseren Regeln. Okay, damit haben wir diese Mission geschafft. Und damit endet diese Folge.